On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Hallo und herzlich willkommen hier im Ben Happy Adventskalender. Heute ist schon Tag 23, der vorletzte Vlog heute. Und heute steht folgender Spruch in dem Kalender. Gib im Leben niemals auf. Geh los, mache Fehler, sorge für Durcheinander, mache Lärm und am wichtigsten, genieße dein Leben. Finde ich ein super schöner Spruch. Ich würde ihn jetzt einfach mal von oben nach unten durchgehen, um euch zu sagen, was dieser Spruch so zu bedeuten hat. Gib im Leben niemals auf. Ganz klar, das haben wir eigentlich schon die ganze Woche hier behandelt. Dass es wichtig ist, dran zu bleiben an dem, was man macht und was man liebt. Und wenn du heute aufgeben würdest, weißt du nicht, ob du es morgen vielleicht geschafft hättest. Das ist deswegen ganz, ganz wichtig, dranbleiben an dem, was man gerne macht und was man liebt und tut. Und dann wird das Ganze auch gut werden. Der nächste Teil, geh los, mache Fehler. Ja, es ist nicht falsch, Fehler zu machen. Es ist auch nicht blöd, Fehler zu machen. Fehler zu machen ist gut, weil man lernt aus Fehlern. Wenn man Fehler macht, dann weiß man, okay, so funktioniert es nicht und so funktioniert es doch. Und in den seltensten Fällen macht man einen und denselben Fehler zweimal. Also von dem her, weiterhin Fehler machen, einfach ausprobieren und irgendwann klappt es auf jeden Fall. Sorge für Durcheinander und mache Lärm, das sind so die, ja, ich sag mal, ein und dasselbe. Man sollte einfach auch mal gegen den Strom schwimmen. Man sollte nicht immer einer Meinung sein mit allen. Und wenn man mal gegen den Strom schwimmt, ja, bringt man halt mal viel durcheinander und macht halt somit auch ein bisschen Lärm. Ja, es ist ganz wichtig, mal seine eigene Meinung zu vertreten, die vielleicht nicht ganz konform ist mit der Allgemeinheit, weil daraus entstehen teilweise große Visionen, großartige Sachen und man muss sich einfach trauen, auch das zu machen. Und es endet mit dem Spruch, am wichtigsten ist, genieße dein Leben. Und wie gesagt, das ist das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit hier behandeln. Tu einfach das, was dich glücklich macht und du wirst sehen, dein Leben verändert sich so zum Besseren. Ja, du wirst es selber sehen, wenn du das machst. Du wirst nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Manchmal sind es falsche, manchmal sind sie vielleicht einfach ja, nicht zum richtigen Zeitpunkt getroffen worden. Ganz egal, es sind immer deine Entscheidungen und es ist dein Weg. Du wirst mit deinen Entscheidungen immer deinen eigenen Weg beeinflussen und du wirst auch immer dein eigenes Ziel vor Augen haben. Und ganz egal, ob du denn dein Ziel so direkt wie möglich erreichst oder über Umwege, ganz egal, es wird immer in deiner Macht liegen, diesen Weg zu gehen und wie du ihn gehst, ist allein dir überlassen. Und im Endeffekt wird es dein Weg sein, dein Ziel und auch dein Leben. Und du bist der Einzige, der das Ganze steuern kann. Es gibt noch zum Beispiel den André Heller, viele, weiß nicht, ob den viele kennen. Der hat darüber sogar schon mal gesungen. Ich zitiere jetzt mal einen Songtitel von ihm. Sich irren dürfen, verwirren dürfen, unlogisch handeln, sich lehnend verwandeln, der Sehnsucht vertrauen, seltenes schauen, unbequem werden, Feind sein der Herden, Träume auch machen, wach sein und lachen, fantasiereich leben, Freiheit auch geben. Und ich finde das ganz, ganz schönen Abschluss hier für den heutigen Tag. Im Endeffekt geht es darum, tut einfach das, was euch glücklich macht, findet das heraus, was ihr gerne macht, was euch Spaß macht, startet damit von mir aus erstmal nebenher, einfach mal zum Gucken, wie läuft es denn. Ganz, ganz wichtig ist einfach dranbleiben. Also wenn ihr das gestartet habt, einfach dranbleiben und machen. Und das ist eigentlich so das Wichtigste in der ganzen Geschichte. Ich wünsche euch einen happy day und see you tomorrow. Ciao, ciao. And a